Ah ne, was haben wir denn hier? Roxy steht hier. Yo, 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 what's cracking, what's pop? Das ist Roxy, das ist Steve, Ronny und meins. Fahren wir los, oder? Nee, noch nicht. Also, was sind das eigentlich für Leute da? Oh, keine Ahnung. Ja, aber betiteln die sich als Punk. Aber bei denen kannst du gut Bier schnurren. Ja. Was ist denn eigentlich Roxy schon wieder hin? Telefoniert da hinten, ne? Ich dachte schon, da irgendeine Lady klar machen. Nein, nein. Ne, ja, nicht passiert, darf nicht passieren. Na lass ihn, ne? Ich will keine gut austeilen, ne? Wer will was? Und deswegen soll ich nicht einen Helm aufsetzen. Verträgt doch wenigstens ein bisschen mehr. Müssen wir dich jetzt eigentlich alle Sonic nennen, oder? War das? Müssen wir denn jetzt eigentlich alle Sonic nennen? Nee, keine Ahnung, aber ich find's halt ein bisschen weniger affig als Schlumpfi. Naja, stimmt schon. Aber keine Ahnung, muss man... Das Dumme ist halt bloß, das hat sich eingeprägt. Ja, musst du durch. Das wird halt ein bisschen dauern, aber... Schlumpfi, scheiße. Sonic! Jo. Muss mir nochmal deine Nummer geben, irgendwie. Meine Nummer, okay. Ja, und ja, ich hab aus Versehen gelöscht, statt sich geändert. Ja, 783. 7... 8, 3, ja. 6, 2, 1. 6, 2, 1. Gut. Press, so bis 10:30 bin ich nicht da, ne, heute. Naja, ist gut. Ja. So, du hast jetzt nichts mehr auf deiner Liste stehen, Sonic. Nee. Was Bikes zumindest angeht jetzt. Die Hexe von diesem Eli hast du, ne? Oder... Das war jetzt die letzte noch, die ich hatte. Ja, richtig. Das ist... Warte mal. Da bist du über Mittwoch. Was hast du jetzt schon eine Hexe verkloppt, oder? Ja, von diesem Eli, der von da war. Wo du gemacht hast, wo du ja auch dabei warst. Achso, nee, da hatte ich ja gesagt, sollst du erstmal fertig machen. So, ja, genau, den habe ich abkassiert, habe das aufgeschrieben und. Wen hast du denn da so komisch am Telefon begrüßt? So, also, hast du 6 Scheine genommen. Jo. Ah, hier unten von den. Aus Broker. Ja, genau. Mhm. Das ist einer von denen, die den Tattoo-Laden haben, ne? Nee, die wollten den, aber die haben den nicht bekommen. Den haben irgendwelche anderen 2 Geschwister oder so. Was? Sicher? Da haben wir schon 3 Bikes Mittwoch. Hat sie zumindest gesagt gerade. Hm. Ich dachte, die hatten den. Leider nein. Und wer hat denn jetzt irgendwelche... Was, die Geschwister? Ja, irgendwelche 2, die auch Geschwister sind. Ich weiß nicht genau, kenne ich nicht. Sie hat mir jetzt auch nicht sagen können, wie die heißen. Hm. Geh ich mir da jetzt so einen komischen Taco holen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, da sind. Habt ihr da schon mal gegessen? Ich sehe hier so ein. Ich war die ganze Zeit die Augen offen nach ein paar Pushern. Sieht aus, als wären ein paar unterwegs. Ach so. Bin mir auch nicht sicher. Aber sehr praktisch, dass das MD hier jetzt so viel vertreten ist. Wieso? Wenn mal wieder hinfällt, ist dann wenigstens gleich einer da. Das passiert halt zum Glück für ihn nicht hier. Na Rex! Ja. Was ist denn mit den Schwestern? Jetzt mich interessiert das nur. Nee, ich meine als Pusher. Was? Nee, auf keinen Fall. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Die sind. Weil die da unten? Die hängen mit dem. Die hängen mit dem Platz. Das kannst du. Das ist. Die werden, den werden wir aufs Maul geben müssen wahrscheinlich, wenn wir loslegen. Na gut. Was ist tot? Und wer ist tot? Ach, da hinten liegt einer. Ach, scheiße, stimmt, ja. Oh ne. Ja. Ich würde das nicht wundern, wenn es auch der Influencer ist, oder? Jojo, was Moshi, geht? Moshi. Oh, das Fahrzeug ist positioniert, ha? Huh? Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir Schlüsselübergabe und so im Majestic Hotel. Kennst du das? Ei, Majestic. Alles klar, einfach unten in der Lobby. Ich, unten in der Lobby, ei. Ich veranlasse das, dann sehen wir so in 10 Minuten. Ei. Alles klar. Alles klar, ha? Arigato, jale. Okay, wir haben was zu tun. Wir satteln auf, zurück zum Club und dann wird ein bisschen was erledigt. Ja. Und Sissi, klappt's? Alles super. Eieiei, ei, ei, was passiert denn da?
Rex, ist deine Karre angemeldet? Rex, ist deine Karre angemeldet? Ja. Okay, ist klar. Ich brauche nochmal den Schlüssel zu deiner Karre. Ist da noch irgendwas drin, was schwierig ist? Weiß ich nicht, glaub nicht. Alright. Was haben wir noch? Haben wir noch einen Viertürer? Den Emperor von Ronnie, oder? Das sind zwei, ja, glaube ich. Wir brauchen doch keinen Viertürer. Noch. Okay, ja. Gut. Jetzt Kutten aus. Wir legen sie rein. Wir ziehen die erst wieder an, wenn wir hier sind. Da, hier auf jetzt. So. Okay, folgendes. Steve, du fährst mit mir. Ja. Obwohl, nee, du hast ja deine Karre. Obwohl, nee, ich, mit dem. Wenn du den nicht nehmen willst? Nee, nehmen wir nicht. Wir nehmen die Karre von Ronnie. Steve, du fährst mit mir. Hoxie, du fährst mit mir. Und. Ja, nee, den will ich nicht. Sonic, du fährst mit mir. Okay. Rex, du fährst mit. Ronnie, genau. Rex und Ronnie, ihr fahrt zusammen. Ihr nehmt die Karre von Ronnie und ihr fahrt mal bitte in Bowen ein bisschen rum. Ihr zusammen. Okay? Wir melden euch bei euch, sobald wir den Standort von der Karre haben. Der Rest, Roxy, Sonic, Steve, wir fahren zusammen zu Majestic und holen den Schlüssel und machen die Geldübergabe. Ganz schön fett, was hier mittlerweile an Kahn rumsteht, ha? Alright. Warum zur Hölle ist hier eine Fackel? Hier ist einfach eine Polizeiabsperrung drin, Alter. Ja, die hat Silver vielleicht mitgehen lassen. Ach Gott, Alter. Ja, pack mal deine Waffe weg, Sonic. Ja, wir brauchen die Knarren nicht, alles gut. Okay. Wir machen jetzt erstmal die Geldübergabe. 20 Riesen für den Schlüssel, 500 Portionen grüner Drache. Das ist ja eine Menge. Jupp. Das war ja der gute Deal, ne? Naja, 60-40. 60 für uns. Na, wunderbar. Ja, das ist sozusagen letztendlich 30. Genau. Naja, 30, also 60-40 sind halt Prozent. Das heißt, wir verticken den für 150. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr raus. Das ist nicht genau 100, sondern wir nehmen 50 oben drauf. Achso, gut.
Ihr könnt euch ja so ein bisschen in der Lobby verteilen. Ich chill im Automat. Hey, was geht ab, Mann? Alles erledigt. Haha, wie gewünscht. Okay. Komm mal bitte mit rüber. Hey. So. Oh. Hast es an einem abgelegenen Ort abgestellt? Hey. Es ist an diese... Warte. Bleib mal entspannt. Meine Fresse. Schon wieder. Stress. Okay. Pass auf. Folgendes. Hey. Ich gebe dir jetzt erstmal... Du sagst mir jetzt erstmal, wo das steht. Hey. Dieser Schrottplatz in Bauern, ha? Ja. Direkt da drunter, schwarze Tornado. Schwarze Tornado. Hey. Am Schrottplatz, wo genau, also da drunter, was meinst du mit da drunter? Direkt da drunter, direkt auf dem Seitenstreifen. Okay. Wir werden sehen, ob wir es finden, aber so ist es erstmal in Ordnung. Hey. Warte. Hier. Umschlag, 20 Steine. Arigato gozaimasu. Und jetzt den Schlüssel. Hey. Ihr Mister, Alright. Wir verschrotten die Karre direkt. Wenn irgendwelche Probleme sind, rufe ich an. Hey, arigato. Ja, wir werden schauen, ob wir das wiederholen. Alles klar. Arigato, was haben wir so für die Geschäfte, Alright. Melden Sie sich, Dann bleibt erstmal hier, wir ziehen ab. Hey, ja, nee. Bis bald. Okay, ich hab den Schlüssel. Bau und Schrottplatz. Also quasi fast wie beim Netz. Ah, nee. Ja, doch, da war das in der Nähe. Wo ist denn jetzt Rest? Ah, da vorne. Der holt Roxy noch. Okay. Ich steig erstmal ein. Okay, sitzen alle. Ja. Okay. Nee. Yes, Rex. Ja, ist ein Tornado. Der steht auf dem Schrottplatz in Bowen. Fahr da mal hin und guck mal, ob du den da findest. Irgendwo Seitenstreifen, dies, das, drüber, drunter. Irgendwas hat er gemeint. Okay? Wir kommen auch. Alles klar. Was zur Hölle macht ihr hier eigentlich für einen Zirkus? Alle drin jetzt? Jetzt, ja. Alright. Fünfhundert Stück sollen es sein. Mal gucken. Sollen wir wieder mit der Karre irgendwas machen oder stehen lassen? Nee, wir verschrotten die wieder.
Sonic wird das Ding dann zur Schrottpresse fahren, wenn wir den ganzen Scheiß ausgeladen haben. Was ist denn Egg und Quinn unten, ne? Naja, die ist da unten. Okay. Ich gebe dir deinen Schlüssel, kannst du es einfach reinfahren. Jo. Kannst du das nicht gleich dort an dem Schrottplatz machen, wo wir jetzt hin machen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da kannst du nur recyceln. Das ist keine Presse. Alles klar. Also weißt du dann wohin, Sonic? Jan, Egg und Quinn da unten. Genau, genau. Ja, wirst genau. Schon finden. Ja. So, hier vorne. Nähe, Nähe von dem Repair-Ding da. Ah, ja, ich sehe schon. Von Bubas, ne? Ja, ja. Ja, hier ist es. Okay. Ist der offen, Alter? Nee. Ich hab der schon. Da vorne, ich ja? Ich hab schon. Wie, du hast es schon? War der offen? Nee. Zeig. Kleiner Motherfucker, Alter. Hast du alles dabei? Ja, ja, klar. Okay, dann fahr zurück zum Club. Schlumpfi, komm mal her. Ich geb dir den Schlüssel. Warte. Ja, da hinten, ne? Ja, warte. Das ist ein Tornado. Ja, hier. Kick mal, ob der geht. Der hat es einfach schon alles rausgeholt, Alter. Was hast du gesagt? Ich sagte, der hat das schon alles rausgeholt. Rex oder was? Hm. Wir holen dich dann ab. Bleib da unten einfach. Okay. Mit dem Dietrich oder was? Na klar. Boah, mir fast klar, dass er aber der Dietrich genutzt hat. Ja, aber auch eigentlich nicht für verschwenden, so. Wir haben halt. Nee. Wir haben halt den Schlüssel, ja. Wie viele haben wir denn davon? 50, 40 vielleicht noch. Naja, das ist 50 jetzt nicht viel, ne? Ohne sichere Quelle, wo wir noch mehr herbekommen. Nee, wir kriegen ja schon welche. Ja, wir haben uns heute bemüht, ja. Wo denn? Bei den Werkstätten. 300. Ich probier's dann nochmal bei Tommy Calls später. Mal gucken, wer ein besseres Angebot macht. Na, dann geht's ja. Trotzdem wenn wir einen Schlüssel haben. Naja, ja. Das müssen wir nicht machen. Der ist wieder ein Wichser, Alter. Also ich weiß nicht, ob er das hier vielleicht einen Ronny beigebracht hat. Wer weiß. Ja, aber trotzdem. Ich meine, wenn die Cops vorbeikommen oder so, ja, dann das zufällig sehen, das soll er dann Ronny bei uns auf dem Hof zeigen oder so. Ja, er kriegt doch nochmal einen Einlauf von mir. Aber erstmal ich mein, machen wir die Scheiße fertig. Da kommen die Cops vorbei, sehen, dass er da mit Dietrich rumwerkelt. Naja, das ist halt einfach wieder Rex. Der ist halt einfach ein dummer Wichser, Alter. Wir holen jetzt erstmal Dings wieder. Hä? Ja, Sonic, Schlumpfi. Ah. Also Schlumpfi hat ordentlich rausgehabt. Ich hab den einen Dietrich gegeben. Na, das unten mal probiert, da kriegt's auch hin. Mensch, jetzt würde ich dann noch nicht schwer. Grüner Drache, Alter, das könnte knallen jetzt. Die Scheiße musst du nämlich nicht zusammenschmieren. Das Ding geht direkt. Ach so. Direkte Zündung, ja. Naja. Warte mal, fahren wir richtig eigentlich? Ja, was ja, haben klar. Wir jetzt gezahlt? Ja, da vorne, weiter. Ja. Ha? Was haben wir jetzt gezahlt? 20. Mhm. Dafür, dass das gleich weggeht, ist das ein guter Deal. Aber Six weiß auch schon Bescheid, oder was? Naja, ich habe über den Kontakt gekriegt. Achso.
Holt er das etappenweise raus oder hat er da schon was gesagt? Ja, wir müssen mal schauen. Wir werden es erstmal wegdrücken. Gut. So, hier das waren doch jetzt die Japaner, oder? Yep. Ich habe nur keine Ahnung, welche Japaner. Also, es gibt ich wollte gerade sagen, es gibt doch noch andere Japaner. Ja, ja. Das sind zu viel. Aber das ist der Japaner gewesen jetzt, der alleine da war, ne? Wo ja, die anderen Japaner oben auf der Brücke standen. Das waren Chinesen. Ah, das sind Chinesen? Ja. Achso. Wo ist er denn? Ich rufe ihn mal an. Also haben wir damit die falsche Nummer gegeben oder was? Müsst ihr mal probieren oder? Der hat mir die falsche Nummer durchgesagt vor uns. Was? Naja. 783261, oder? Ich habe die nicht eingespeichert. 783621. Ach, 621. Wo bist du? Ach, du bist noch gar nicht hier. Was, wie sind wir denn schneller als er? Es ist vor uns losgefahren. Ja, okay. Alles klar. Bis gleich. Er hat sich verfahren. Er ist ich dachte schon, der wird von Bullen aufgehalten. Der Karre ist ja leer. Ja. Ja, weil wo wir auf dem Highway drauf sind, sind ja die Bullen gerade runtergefahren und irgendjemand hinterher. Guck mal, wer da kommt. Alter, er fährt nicht wirklich wieder falsch. Doch. Ey, so eine Flitzpiepe, Alter. Karl, du bist ein bisschen falsch eingebogen. Fahr mal die Straße wieder zurück, da wo du jetzt hergekommen bist. Und dann machst du den nächsten links rein. Kann sein, dass er die Karre gar nicht nimmt. Na doch, bestimmt. Nee, ich denke mal, das macht er nur mit dem Fahrzeughalter. Das Problem hatten wir das letzte Mal auch schon bei dem einen Auto, was wir verschwinden lassen sollten, ich und Rex. Wie habt ihr es dann verschwinden lassen? Ja, wir haben es einfach stehen lassen. Weil hier gefühlt 10 Autos standen. Ah. Alle ohne Kennzeichen. Hat das Ding ein Kennzeichen? Nee, nee. Nee, nee. Aber das hat ja logischerweise ein Fahrzeughalter. Der es gekauft hat, mal. Ist hier irgendwo so ein Dude, mit dem ich quatschen muss, oder wo? Nee, ich spring rein. Lass die Karre stehen. Aber vielleicht ein bisschen beiseite fahren, wa? Hm? Vielleicht ein bisschen beiseite fahren, wa? Dass er ja nicht komplett auf den Einpark,
den Dings stehst. Ja, okay. Na, er hat ja einen Schlüssel, ich habe ja keinen Schlüssel mehr. Ich bin fast der Meinung, dass es noch einen Schrottplatz gibt, wo du sowas wirklich verschwinden lassen kannst. Hm. Weil das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass die irgendwelche Korn verschwinden lassen. Na, ja, das geht schon. Alter, oh, Alter, was ist mit dir? ich hab dich nicht verstanden. Ich wurde gerade angeschrien im Auto. Rex? Ja, wir sind vielleicht da. Ach jo. So, ich bin gerade unterwegs, sorry. Ich kann mich ja melden, wenn ich wieder im Park bin. Was zur Hölle machst du da gerade, Alter? Telefonierst du mit einer Schnitte oder was? Naja. Ey, wir müssen leider. Wir fahren gerade in den Tunnel. Ich ruf dich an. Du plägst ja echt in dem Auto rum wegen einer Schnalle. Ich hab was gemacht? Ja, du hast übelst losgeplägt. Ey, ich hab einen halben Herzinfarkt bekommen. Ich hab einfach nur hey gesagt. Du hast hey geschrien, ey. Warum seid ihr so schreckhaft? Was heißt denn hier schreckhaft, ey? Warum bist denn du so laut? Doch nicht. So. Okay, Rex hat alles dabei, hat er gesagt. Hat er gesagt, ja. Auf Arbeit. Ich dachte, die hätten mich erwischt. Okay, Rex, hast du den Scheiß? Ja, liegt noch im Kofferraum, ja. Alles klar, dann nimm den mal mit. Ja. Bring das Auto wieder weg. Alles klar, bring das Auto wieder weg. Ja. Wir nehmen nicht den ersten, wir nehmen den zweiten hinten. Ich habe noch ein paar da stehen. Okay. Dass wir es ein bisschen verteilen.
Okay, pack rein. Ja, schieß mal auf. Ist offen. Nee. Hä? Natürlich ist der offen. Jetzt ist offen. Nochmal. Muss von der Seite ran, glaube ich. Komm hier. Hat, kommst du nicht ran oder was? Nee. Warte mal, ich fahr mal ein bisschen vor. Hä? Natürlich ist der offen. Ja, keine Ahnung. Jetzt? Nee. Ich weiß nicht, gib dir mal das Zeug, ja? Hä? Ja, gib einfach mal her. Warte mal. Ich dachte, er macht direkt den Drachen, Alter. Mehr war nicht drin? Nee. Will der mich verarschen, Alter? Naja. Es ist wie es ist. Wir müssen erstmal schauen. Okay. Ich weiß gar nicht, mit was er das vermengt hat. Ich glaube mit Paper. Ah. Nicht sicher. Müssen wir gucken, ja. Fragst du einfach nach. Hey, Boschi, Bosch. Kudo, Alter. Du hast uns ja hey. das reine Badesalz gegeben, Alter. Sag uns hey, mal bitte. Ich hatte das abgemacht. Sag uns mal bitte, was da los ist mit der Vermengung, mit der Menge, Alter. Wie kriegen wir das jetzt zu dem Drachen? Ah, ey, du nimmst so eine Filtertip, ah? Ah. Nimmst so eine Longpaper und dann nimmst du noch so eine Redwood Red. Alright, also Redwood Red, okay, alles klar, gut. Ne, dann passt das. Ah, arigato gozaimasu. Ja, bis dann, Mann. Okay, Redwood Red, Filtertüte-Tipp. Alles klar. Optimal, Mann. Jo, die. Jo, was geht, DC? Wir haben den Scheiß jetzt abgeholt und eingelagert. Das ist 500 Portionen japanisches Badesalz. Oh, ja, so hat das angekündigt. Okay, dann brauchst du... Ich habe jetzt nochmal nach dem Rezept gefragt. Das ist nur Redwood Red, Long Paper und Filter. Ja, $3. Ja, und dann sollte das eigentlich gehen. Albert, dreht ihr das vor oder sollen wir das machen? Ich glaube, ihr macht den anderen Scheiß auch. Also würde ich das einfach dazugeben, wa? Alle 500, ne? Weil das drehen wir dann in einer Session durch, you know? Ja, das ist kein Problem. Du musst nur sagen, wo du es haben willst. Und dann machen wir. Ansonsten habe ich das gerade vorgestreckt. Wir verrechnen das dann einfach mit den 13 von dem von der Sache gestern und dann noch 7 offen. Ja, right, dann bringe ich die 7 gleich vorbei. Wir sind in einem Gespräch. Fahre ich eben rüber. Alles klar, bis gleich. Ja, bis gleich.
kriegen gleich noch die Ausgleichszahlung. Gestern haben die 13 gelegt, wir haben heute 20 gelegt, wir kriegen also noch 7. Yeah. Ja, von Krasburg hier am Telefon. Ah. Ja, richtig. Sagen Sie eine kleine Frage an Sie. Ja. Ihre Kollegen oder Ihre Mitarbeiter oder was auch immer das ist da hinten, haben mir gesagt, ich soll mich bei Ihnen melden bezüglich einer Maschine. Einer Maschine? Eine Motorradmaschine, meine ich. Richtig, eine Motorradmaschine, richtig. Sie wollen Motorrad haben? Ja, richtig, genau. Eine Barty 801. Also nicht diese sportliche Ausführung, sondern eher so ein bisschen die elegantere. Ja, für Barty bist du bei mir falsch, Mann. Ich hab nur Chopper. Ah, wo muss ich anrufen, wenn Sie dazu kommen? Da, ich glaube, bei diesem komischen Laden, der hinten beim Liberty City Repairs ist. Der ist, ich weiß nicht, wo der, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber da ist gegenüber so ein Laden. Ich kenne die Nummer nicht. Das ist bei den Penthouses da. Ah, okay, da will ich aber. Wie machen wir das eigentlich mit Kühlschrank und so? Da warte ich auf jeden Anruf, dass ich den anschließen kann. Richtig, ich würde jetzt direkt vorbeikommen können. Dann müssen wir mir kurz eine Türchen aufschließen und dann bin ich da. Alles klar, dann komme ich rum. Natürlich. Wir treffen uns da. Was wollt ihr flitzpiepen denn? Schlumpfi hat sich bei mir gemeldet. Ich sollte nochmal vorbeikommen. Wer? Was? Ja, okay. Keine Ahnung. Ich bin John. Ach scheiße, Alter. Wie läufst du denn rum? Noch nicht erkannt. Ja. Neuer Anstrich. Ja. Hier ist er. Scheiße, Mann, Johnny. Ich muss nochmal los. Guten Tag. So, wir können uns nicht beklagen. Steve? Steve? Ach, scheiße, der pennt. Roxy. Die kommt gleich nochmal vorbei. Der bringt 7 Steine vorbei. Nimm die mal entgegen. Du musst aber vorne sein. Die von den Crips. Okay. Der kommt jetzt gleich rum. Ich bin mich gerade nochmal unterwegs und lasse einen Kühlschrank bei uns in die Bude bauen. Alles klar. Okay. Oh, grün fetzt aber auch. Um 19 Uhr oder so. Jo. Ah, da bist du ja schon. Ja, was geht? Perfektes Timing. Sag mal, ich habe da jetzt gerade nur noch mal drüber nachgedacht. Hatten wir nicht gesagt, halb bei den 13? Ja, stimmt. Warte müssen mal. Müssen das dann nicht irgendwie... Also, ne? Ja, ja. Ich kann auch hier 7 geben, I don't care, aber... Nee, das ist schon richtig. Wann das dann nicht? Oh, scheiße, Mann. Alter, wir sind alle hängen geblieben, Mann. Wir sind alle hängen geblieben, was scheiße... Das ist gestern schon mit dem Rechnen, Mann, das war so unangenehm. Vielleicht müssen wir mal einen von den komischen Chinesen dazu holen, der das irgendwie ausklaviert hat. Ja, die sind ja so zuverlässig, gute Idee. Scheiße, Mann, keine Möglichkeiten einfach. Pass auf, Mann, ich hab keinen Bock auf Kopfrechnen. Du nimmst jetzt einfach das Bündel, das passt schon. Ich glaube, es ist... Ich nehme das jetzt erstmal. Ja, alles gut. Ja. Für die Zusammenarbeit in Zukunft. Ne? Digga, wir werden sehen. Ja, ich hoffe so. Ja. Alles klar, Mann. Ich ruf dich dann nochmal an wegen dem Zeug. Ja. Yeah. Peace. Was geht, Pablo? Genau, Pablo war es. Hola, Pablo am Apparat. Hey, was geht ab, Mann? Ah, amigo, alles in Ordnung bei dir? Ja, bei dir? Ja, alles in Ordnung. Bisschen Taxifahren, A nach B, bisschen quatschen mit den Leuten.
wollte fragen, Amigo, seid ihr bei euch in der Motorradlade? Ja, ich bin jetzt gerade nochmal unterwegs, aber es sind ein paar Leute da, ja. Wenn du mir 15 Minuten gibst, 20 Minuten, dann bin ich auch gleich da. Ja, 15, 20 Minuten, weiß ich Bescheid, Amigo. Kommen dann mal rumgefahren. Alles klar, Mann. Alles klar, adios, Amigo. Bis dann. Wie viel ist denn das jetzt, Alter? Ich glaube, wir kriegen... Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich weiß, ich bin gerade noch... Stimmt, wenn wir... 3,5, dann hat er mir zu viel gegeben. Was geht ab, Hallöchen. Mann? Ja, nicht viel und Sie so, was geht so? Oh, da kam ein Bäuchchen raus. Ja, ich dann komm mit, ich hab keine ich Zeit, Mann. Nur zum Küchen. Natürlich. Nachricht. Wollen Sie drücken oder soll ich? Ich drück schon. Ehrlich anfassen, verstehen Sie mich nicht falsch. Und haben Sie sich hier schon eingelebt? Ah, ich würde sagen, ja, ja. Supi. Haben Sie den Nachbarn schon ein kleines Geschenk übergeben, so ein Blumenstrauß oder so? Gute Nachbarschaft. Haben wir noch vor. Ah, supi. Wunderbar. Ist angeschlossen und dürft jetzt nicht verteilen. Alright. Okay, bitte? Sie haben hier meine Nummer und so ein Scheiß, ne? Ja, richtig. Das heißt, wenn irgendwie Arbeit ist oder so, dann rufen Sie durch. Richtig, genau. Wir haben jetzt das nächste Projekt geplant, wo wir gerade Kredite vergeben für Häuser. Ah, ist klar. Richtig. Ja. Also sollen wir den eigentlich, also wollen Sie, dass die bezahlen oder sollen die verschwinden? Nein, die sollen bezahlen. Die sollen pünktlich zahlen und wenn sie nicht pünktlich zahlen, ist man das mal ganz nett und kommt mal vorbei und sagt mal Hallo. Da gibt es also quasi so ein Stufenmodell, verstehen Sie? Okay. Aber das könnte ich ja selber arbeiten. Also zumindest aufarbeiten, meine ich. Aber da haben wir freie Hand, ja. Also die sollen aber am Ende noch existieren, ne? Ja, natürlich. Also das wär schon ein bisschen unlieb, wenn das zu sehr in die, richtig in die Richtung geht. Aber Hauptsache, ich muss nicht hingucken. Naja. Okay, aber es wird nicht unvermeidbar sein, dass die wissen, dass wir von ihnen kommen. Ne? Ja. Aber wenn ich sie quasi in der Kassebüro quasi einstelle, ich werde quasi mit dazu schreiben von dem Prospekt, dass ich einen in der Kassebüro dann auch mit integriere, quasi als kleine Unterschrift, wie zum Beispiel die Maklerkosten, dann ne? Sehr gut. Okay. Natürlich.
Na dann los. Und haben Sie viel zu tun in diesem Motorradgeschäft? Ja. Da können Sie wieder drücken, Dankeschön. Ja, ja. Ah, so nach Ihnen. So, dann tschüssi, wären Sie bald wieder. Bis später, Mann. Tschüssi. Ich meine, jo oder so. Von Krastenburg, Alter. Vollkommen krass. Ich habe gerade eine Lieferung bekommen von den Japanern. Ich habe das schon mit dir abgeklärt. Aber der ist gerade nicht mehr erreichbar. Ja, der ist so für eine Stunde in der Bude. Alles klar. Der hat mir einen Umschlag gegeben, um das zu verrechnen. Aber wir haben wir sind beide so schlecht in Mathe, dass der mir zu viel gegeben hat. Ja, ja. Wenn niemand von uns Mathe kann, ist das kritisch. Ja, ja. Aber der hat mir anderthalb zu viel gegeben. Ich will nur, dass du davon weißt. Nicht, dass du hier denkst, irgendwas ist passiert so, sondern... Ja, alles klar, Mann. Korrekt von dir. Ja, ja. Lagert ihr das erstmal ein? Oder? Ist erstmal eingelagert. Ich habe die gesagt, wäre cool, wenn die das mitdrehen. Ihr habt da irgendwie so eine Session geplant, aber ich kann euch erstmal Zugang verschaffen. Das ist erstmal reines japanisches Badesalz und das wird halt mit einer Kippe, Longpapers und Tipps zusammengelegt. Dann hast du den grünen Drachen. Okay, okay. Ich weiß gar nicht mehr, Mann. Wie waren wir da preislich nochmal verblieben am Ende? Na, wir werden den auch für 150 raushauen, denke ich. Haben wir da gar keinen festen Verkaufspreis gesagt, oder wie? Nee, wir haben gesagt 60-40. Achso, wir haben nur Prozente verhandelt. Genau, wir haben halt nur Prozente gemacht und wir haben das jetzt für 20 Steine geholt. Ja, ja, ich würde sagen, dann beginnt die Prozentrechnung dann halt nach den Fertigungskosten. Ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Mathe brauche. Ey, das Ding ist, ich habe aber wegen dem Green Dragon Shit schon was Kritisches gehört. Ne? Ach du Scheiße, was denn jetzt schon wieder? Da ist wohl jemand anderes, der Green Dragon dealt, Mann, der ist wohl ins Perestroika rein und da war relativ viel los. So. Und der hat das da versucht, an Mann zu bringen. Ach du Scheiße, bei den Russen? Und das auch unter dem Namen gepusht, so. Und da waren anscheinend auch Cops im Raum. Oh. Also der Name Green Dragon ist jetzt auf der Straße auf jeden Fall bekannt. Und welcher Wichser war das? Ich habe keine Ahnung, Mann. Müssen wir mit den Russen reden? Ja,
Mir hat's vorhin dieser Asimov, der von Perestroika erzählt, so, weil ein bisschen Zeit jetzt knapp war, bin ich da jetzt nicht tiefer drauf eingegangen, aber wäre gut, wenn man das nochmal abklärt. Scheiße, Alter, was ist mit denen? Der Asimov will aber eh nochmal zu euch, Mann, weil der da irgendwie eine Auktion und so einen Shit macht und dafür ist der gerade so ein bisschen Ideen am Einsammeln, right, was man da irgendwie anbieten könnte, so, deswegen wollte er eh zu euch kommen. Ah, okay. Ja, also wenn du Bock hast, kannst du das dann gleich mal in die Runde werfen. Also okay. Du willst nicht, dass der weiß, dass wir hier irgendwas miteinander haben? Nee, das wird sich so oder so rumsprechen. Naja. Alles klar, nee, also auf jeden Fall haben wir das erstmal auf Lager und ihr sagt mir dann einfach, wann ihr es braucht. Alles klar, so machen wir das. Cool. Alright, Mann, ich meld mich dann noch. Jo, bis dann. Bis dann.